to Truck 15 in the EDMC. Was geht, Leute? Rex Militzig zurück mit einem neuen Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, erstmal zum Gameplay, was ihr da im Hintergrund seht. Und zwar ist das Ganze eine relativ nice Nuklear mit der Elsat auf Hijack. 6 gegen 6 Herrschaft. Und ja, mal wieder Black Ops 2, weil einige haben sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich die ganze Zeit nur noch Advanced Warfare Gameplays verwendet habe. Und ja, deswegen mal zur Abwechslung, aufgrund des Wunsches von einigen Zuschauern, mal wieder Black Ops 2. Ich habe noch ein paar Nukes, ein paar Mobs. Ich denke, ich werde das mal dann so einfach durchwechseln, dass ich da eine gewisse Abwechslung zwischen den verschiedenen Gameplays für euch bieten werde. Aber es soll jetzt auch gar nicht so das Thema sein. In diesem Video wollte ich einfach mal so ein bisschen über mich reden, über meine aktuelle Lage. Also ihr merkt wahrscheinlich, dass ich in letzter Zeit ziemlich aktiv auf YouTube bin, quasi fast jeden zweiten, dritten Tag ein Video uploade, und dementsprechend wollte ich euch jetzt noch gerade noch mal sagen, woran das Ganze liegt. Und zwar habe ich meine Videos mit dem, meine Gameplays, meine COD-Commentaries so ein bisschen mit meinem fast schon zweiten Hobby quasi, den Filmen, kombiniert, indem ich Filmkritiken, hauptsächlich Horrorfilme, auf meinem Kanal mit einem kommentierten Gameplay bringe. Und ja, ich bin da ziemlich in die Filmschiene quasi reingerutscht und es macht mir einfach Spaß, so das zu machen. Die Videos kriegen dann zwar nicht ganz so viele Klicks wie beispielsweise jetzt so ein normales Commentary, Live-Commentary oder so, was auch immer, aber es macht mir einfach am meisten Spaß und ich mache am liebsten das, worauf ich Bock habe. Deswegen bin ich auch ja so aktiv in letzter Zeit und da bemühe ich mich auch, euch damit einzubeziehen, dass ihr zum Beispiel dann mir so ein paar Filme in den Kommentaren nennt, über die ich dann in meiner neuen Filmkritik quasi darüber sprechen werde. Deswegen schreibt auch bei diesem Video so ein paar Filme in die Kommentare. Am besten Horrorfilme, dieses Genre mag ich eigentlich jetzt so am liebsten. Keine Ahnung warum, ist halt so. Und ja, ich wollte euch das einfach mal so ein bisschen nahe bringen, dass ihr so ein bisschen versteht meine aktuelle Lage, dass ihr das so ein bisschen auch nachvollziehen könnt. Und dass mir YouTube einfach nochmal übelst Bock macht in letzter Zeit. Es macht mir einfach richtig Spaß, meine Videos für euch aufzunehmen. Ich hoffe, das merkt man auch. Und ich bemühe mich auch, die Qualität auf einem sehr hohen Niveau für euch zu halten. Und ich weiß gar nicht, wie findet ihr eigentlich die Audioqualität? Schreibt mal gerade in die Kommentare, wie ihr ja die Audioqualität meiner Stimme findet. Weil, ja, eigentlich finde ich die ist ziemlich gut. Das sind hier von den Apple-Kopfhörern, die haben eigentlich, also von meinem iPhone, die haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Und ich finde, die Qualität ist auch eigentlich richtig geil dafür. Und ich habe überlegt, ob ich mir so ein Rode-Mikrofon oder ein Blue Yeti holen wollte, weil ich habe jetzt in 2 Monaten Geburtstag und ja, da habe ich eigentlich noch nichts, was ich mir wünschen wollen würde. Und ja, deswegen muss ich da mal schauen, wie ich die Qualität noch ein bisschen verbessern könnte. Und ja, aber das war's doch auch schon mit diesem kleinen Video mal wieder für euch. Dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bin raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.